Das Mittelmeer. Tausende Flüchtlinge versuchen täglich auf der Route von Libyen nach Sizilien das Sozialparadies Europa zu erreichen. Doch die etwa 450 Kilometer lange Strecke ist gefährlich. Gerade auf Schlauchbooten oder in abgewrackten Kähnen, auf denen die Migrationsanwärter von professionellen Schleppern nach Europa gebracht werden müssen. Überfahrtkosten von 10.000 bis 15.000 Dollar je Passagier sind eher Regel als Ausnahme. Und das Risiko mutet nur auf den ersten Blick hoch an. Denn inzwischen gibt es einen gut organisierten Fährdienst. Nicht etwa von den Schleppern selbst, sondern von Marineschiffen, unter anderem auch von der Bundesmarine und von sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Das sind zivile Interessenverbände, die nicht durch staatliches Mandat zustande gekommen sind. Sie pflegen oft das Image der Gemeinnützigkeit. Nicht selten werden aber tatsächlich verfolgte politische oder ökonomische Interessen nur mit dem Mantel der Gemeinnützigkeit versehen. Zu den NGOs, die im Mittelmeer agieren, gehören klangvolle Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, SOS Mediterranee, Sea-Watch oder Jugend rettet. Wie funktioniert das Geschäft im Mittelmeer? Libysche Hoheitsgewässer gehören zum Staatsgebiet von Libyen. Dort dürfen internationale Schiffe nicht agieren. Das ist ein Bereich von 12 Seemeilen, also etwa 22 Kilometern. Deshalb warten die Schiffe der NGOs und der Marine förmlich hinter dieser Linie und fangen die sogenannten Flüchtlingsboote hier ab. Von den NGOs freilich nicht bestätigte Gerüchte sprechen sogar von regelrechten Absprachen zwischen Schleppern und den vermeintlichen Helfern. Sogar Telefonhotlines zu den Rettungsschiffen sollen existieren. Nach erfolgter Übernahme der Menschen werden diese nicht etwa auf dem kürzesten und sichersten Weg zurück nach Libyen gebracht, sondern als Fährverkehr direkt nach Europa befördert. NGOs und Marine betreiben das Geschäft der Schlepper. Dieses abgekaterte Spiel lockt noch mehr Sozialtouristen an, da das Risiko auf See zu verunglücken minimiert wird. Der Profit der Schlepper steigt, je mehr Menschen die Überfahrt antreten. Die Erfolgsquote, nach Europa zu kommen, liegt bei 99%. Und auch für die NGOs ist das ein lohnendes Geschäft. Sie werden durch Spenden, einflussreiche Finanziers, Kirchen und Sozialverbände üppig ausgestattet. Der naive deutsche und europäische Bürger zahlt also kräftig mit. Nach Schätzungen und eigenen Angaben stehen den NGOs jährlich mindestens stolze 13 Millionen Euro zur Verfügung. So entfallen auf Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel 3,276 Millionen, auf SOS Mediterranee 4 Millionen, auf Sea-Watch 1,5 Millionen und auf Jugend rettet etwa eine halbe Million Euro. Fazit: Ohne den Marine- und NGO-Shuttle-Service würden weit weniger Migranten die Überfahrt antreten, würden weniger Menschen ertrinken und weniger Geld in die Taschen der Schlepper fließen. Die NGOs haben Blut an den Händen und tragen einen beträchtlichen Anteil an der labilen Sicherheitslage und der Terrorgefahr in Europa. Die NPD fordert einen sofortigen Stopp des Fährverkehrs nach Europa. Aufgegriffene oder gerettete Personen sind in das Ausgangsland zurückzubringen und dort in Asylzentren zu sammeln, in denen vor der Überfahrt der Anspruch auf Asyl in Europa geprüft wird. Den beteiligten NGOs muss zudem als Schlepperhelfer umgehend die Gemeinnützigkeit entzogen werden.